Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr kennt doch alle den Rapper Capital Bra. Der hat Ähnlichkeit mit Luca, denn, also nicht Ähnlichkeit, aber der hat jetzt eine Gemeinsamkeit mit Luca Kornkrafter, diesem lustigen Typ, denn der hat jetzt auch eine Pizza rausgebracht. Wie damals schon die Pizza aus Plastik von Luca, gibt's jetzt also auch von Capital Bra eine Pizza. Ich habe ja damals die Kornkrafter Pizza mit Filippone getestet. Heute möchten wir uns mal die Capital Bra Pizza angucken. Das ist nämlich diese hier. So sieht die aus, zumindest die Salami. Der hat nämlich zwei Stück rausgebracht. Eine Salami, also Rindersalami und eine mit Grillgemüse. Die Grillgemüse habe ich auch noch. Dafür mache ich aber eine extra Folge. Wir wollen uns das nämlich alles ganz genau angucken. Ich finde nämlich, der Karton und die ganze Aufmachung sieht richtig genial aus. Ich bin an sich kein Capital Bra Fan. Ich kenne auch kaum Lieder von ihm. Ich wüsste auch nicht mal, dass das hier Capital Bra sein soll. Keine Ahnung. Für mich ist das halt ein Typ mit Bart, der eine Pizza macht. Fertig. Was dahinter steckt, keine Ahnung. Aber wie ihr wisst, ich bin ja auch kein Kornkrafter Fan, die habe ich ja nur probiert, weil ich einfach jegliche Pizza probiere. Also, aber da würde ich lieber, glaube ich, Capital Bra unterstützen als Luca. Der hat nämlich wenigstens einen Bart und eine Mütze auf, ne? Viel Gerede um nichts. Wir gucken uns erstmal den Karton hier an, wie das ausschaut. Das sieht hier richtig aus, eigentlich wie so eine Picknickdecke, oder? Dieses rote Kachelmuster. Ihr seht das hier. Team Capi Rindersalami Special Edition, 424 Gramm Nettogewicht, 3 Käsemix, Rindersalami sogar mit einem Rind abgebildet. Seht ihr das rosane Euter? Hier seht ihr Bra auf der Mütze stehen. Hier schöne Zeichnung auf jeden Fall, sieht gut aus. Capital Bra Unterschrift, kann man sich auch an die Wand hängen. Und das Ganze kommt von Gangsta Vella. Wenn ich das richtig gelesen habe. Gangsta Vella Pizza Bra. Team Capi Rindersalami. Und jetzt guckt auch mal hier am Rand. Bra, hol die Pizza. Oder was haben wir hier noch? Isst die Pizza, bevor es ein anderer tut. Das ist doch cool. Hier nochmal Pizza Team Capi. Und nochmal Team Capi hinten drauf. Das ist falsch rum. Hier haben wir aber Bra macht die Pizza. Guckt mal, wie schön die hier auch gemalt ist. Belegt mit 100% Rindersalami. Lelele. Und Mozzarella Edamer Featuring Hartkäse Mix. Das ist auch cool gemacht mit diesem Featuring dazu. Mozzarella Edamer Featuring Hartkäse Mix. Macht einen auf Crunchy. Ist innen aber Baba Soft. Ist eigentlich sehr cool geschrieben und sehr cool gemacht. Also das wird die meisten Jugendlichen vom Sockel hauen, denke ich mal. So ballert die Pizza. Da steht auch nochmal alles. Heiz deinen Ofen ein. Bra nicht vergessen. Folie entfernen. Eiskalte Pizza auf mittleren Rost legen. 10 bis 12 Minuten backen. Dann gibt dir Bra. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Zusatzstoffe, also was da alles drin ist, die Ernährungstabelle, hier das Bra-Taxi und wie er da raushängt, vom Bild nochmal vorne drauf, folgt der Nummer 1, ne? Die Special Edition Pizza vom Bra höchstpersönlich kreiert für das einzig wahre Team Capi und alle, die sich richtig krass gönnen wollen. Berlin lebt Bra. Folgt der Nummer 1. Also den Karton finde ich trotzdem eigentlich richtig genial. Sieht richtig gut aus. Hier vorne eher schlicht einfach die Person in den Vordergrund gesetzt. Das andere mit Grillgemüse ist eher in dem Grün gehalten. Das packen wir jetzt aber erstmal aus. Ich weiß auch nicht, das sieht eigentlich von der Sache her ziemlich klein aus. Aber das wiegt einiges. Entweder ist die Pizza so hoch oder ich weiß auch nicht, was los ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur schwächer geworden. Wir machen das mal hier behutsam an der Seite auf, weil wir wollen den Karton ja aufheben. Muss ich schön gucken, dass ich hier nichts kaputt mache. Ziehen die einmal raus. Folie nicht entfernen. Folie nicht vergessen. Bra, den Karton klappen wir auch wieder ein.
Diesmal muss ich aufpassen, in letzter Zeit, wenn ich Pizza gemacht habe, habe ich die immer zu lang drin gelassen. Ich sehe, das mal schwarz geworden, war dann steinhart, hat nach gar nichts mehr geschmeckt. So, hier sehen wir lauter kleine Salamischeibchen. Ihr wisst ja bei den anderen, wenn ihr dann eine Salami-Pizza kauft, sind glaube ich immer richtig abgezählt 6 Stück oder 7 Stück. Ich glaube, das ist bei jeder gleich, dass da 6 oder 7 Stücken drauf müssen von diesen großen. Hier sind es aber kleine. Ah, die rennen auch schon wieder hier rum. Er freut sich immer, wenn es Folie gibt. Deswegen ziehen wir mal hier die Folie ab. Ich muss aufpassen, dass es schon alles ein bisschen angetaut. So sieht die jetzt erstmal aus. Der Boden ist schon ein bisschen dicker, als ich das so normal kenne. Riecht auf jeden Fall schön nach Salami. Die Salamis sind hier leicht drauf. Die kann man auch nochmal verteilen. Sind nicht so festgeknüppelt wie bei anderen, aber es ist ja auch schon aufgetaut, wie gesagt. So, der Adi freut sich bestimmt, wenn ich ihm jetzt eine geben würde. Da habt ihr auf jeden Fall reichlich Salami drauf. Ihr habt auch Käse dabei. Der Boden ist nicht lapprig, der ist jetzt trotzdem noch relativ fest und er ist so hoch, der ist höher als mein Kopf. Guckt euch den Boden an, wie hoch der ist. Ich bin gespannt, die haue ich jetzt mal in den Ofen. Dann schauen wir mal, wie die schmeckt. Kostet 3,33 Euro, aber nur, weil sie im Angebot war. Die kostet normalerweise 3. Nein, Adi, nicht! Hast du jetzt eine Salami? Nein, hast du nicht. Gut. Die kostet normalerweise 3,79 Euro. War jetzt im Angebot, deswegen wir hauen die mal in den Ofen. Gucken mal, was die kann. Adi! Pizza? Pizza? Nein, Adi, nicht! So, da sind wir zurück. Die Pizza ist fertig und was soll ich sagen? Die sieht wirklich verdammt sexy aus, verdammt köstlich. Guckt euch das mal an. Ich habe die jetzt hier schon einmal in der Mitte durchgeschnitten, damit wir auch mal reingucken können, aber ihr seht schon den ganzen Käse, der da drauf ist, der so eine richtig weiße Schicht bildet, wo drauf die kleinen Salami-Stückchen liegen und die ist wirklich richtig hoch und ich hoffe, es ist so, wie es drauf steht, außen knusprig, kross, ich kann schon gar nicht mehr reden, weil es so verdammt gut riecht, außen knusprig, kross und innen trotzdem baba soft. Deswegen wiegt die auch so viel, weil die einfach ein Kilometer hoch ist. Ihr könnt es euch von hier auch nochmal angucken. Seht ihr das? Wie schön fettig die Salamis glänzen. Richtig genial. Auch wenn wir hier die mal anheben. Ihr seht, wie der Käse sich zieht. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ihr könnt hier von der Seite mal gucken. Also, das hat nichts mit italienischer Pizza zu tun. Das sieht aus wie amerikanische Küche. Deftig, fett, cheesy, wie man es immer so sieht in den Restaurants. Wir sind aber gespannt. Die probieren wir jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde mir einfach ein Stück abschneiden. Sonst verbrenne ich mir nämlich noch alles. Ich werde mir vorne an der Ecke was rausschneiden. Werde mal probieren. Beziehungsweise ich kann ja mal eine Salami abheben. Und die Salami so probieren an sich. Das ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Aber selbst die Salami ist sehr bissfest und knusprig. Die hat so einen richtig knusprigen Rand. Sonst habt ihr immer so große, dünne, latschige Scheiben da drauf. Die ist ein bisschen dicker geschnitten, aber kleiner. Und durch die Wärme, nein, Adi, nicht. Und durch die Wärme ist sie auch schön knusprig mit angebacken worden. Wir nehmen jetzt einfach nur mal ein Stück vom Rand mit. Ohne Salami und dann probieren wir Salami mit Rand und allem drum und dran. So, jetzt haben wir hier ein Stück extra vom Rand mit Käse. Ist noch ein bisschen heiß vielleicht. Ja. Ist, glaube ich, perfekt geworden, diesmal genau richtig. Ihr seht, die ist auch nicht verkohlt und schwarz, so wie die komischen veganen Pizzen, die ich letztens alle gemacht habe. Schmeckt wunderbar, muss ich sagen. Pupsi sagt immer, sie isst den Rand nicht mit. Aber selbst der Rand ist, nachdem er kross ist beim Draufbeißen, innen trotzdem fluffig. Schmeckt gut. Deswegen werde ich mir noch ein Stück mit Rand und diesmal mit einer Scheibe Salami abschneiden.
Und der Käse, wenn ihr das sehen könntet, wie sich der Käse hin und her schiebt und zerrt, also das sieht so genial aus, so gut aus. Und guckt, wie dick der Boden eigentlich ist. Da ist auf jeden Fall viel dran. Deswegen ist sie auch so schwer, aber der Boden trotzdem weich. Ich sehe das, wenn man mit dem Messer hier rein, oder wir nehmen einfach den Finger, die ist so weich innen vom Boden her noch, obwohl die außen knusprig ist. Mmh. Wunderbar. Boah. Ich glaube, das stellt alles in den Schatten, was ich bisher an Tiefkühlpizzen gekannt habe. Vergesst mal die Luca-Pizza. Da fand ich sowieso diese mit Schinken, dass sie einfach ganz normal wie eine herkömmliche Schinkenpizza geschmeckt hat. Da braucht ihr keine Luca-Pizza, da könnt ihr auch eine tiefgefrorene irgendwas aus dem Rewe holen, eine Billigmarke. Aber das, diese Kombination mit diesem besonderen Rand, mit diesem besonderen Boden, mit diesem besonderen Käse-Mix Featuring, ihr wisst Bescheid, auch dieses Mozzarella dabei, das schmeckt so gut, das schmeckt so würzig, das schmeckt so fettig und so kräftig einfach nur. Ich bin jetzt schon gespannt, was die Pizza Grillgemüse kann. Die wird sicherlich nicht so wurstig und intensiv sein, aber wenn die Salami so gut hinkriegen und er sich extra Grillgemüse rausgesucht hat als zweite Sorte, wird das bestimmt auch eine coole Sache sein. Ich schneide mir hier hinten nochmal was ab vom Rand. Sehr gut. Hier seht ihr, wie der Käse sich überall zieht. Also so muss das aussehen. Hier dampft es auch noch ein bisschen. Das ist für mich eine richtig gute Pizza. Würde ich auch öfters kaufen, wenn sie nicht so teuer wäre. Beziehungsweise Pupsi hatte ja mitgebracht. Aber egal. Danke Pupsi auf jeden Fall, wenn du das siehst. Und danke, dass du mich immer unterstützt und dass du mir jedes Mal was zu essen mitbringst, damit ich nicht vom Fleisch falle. Dafür isst Pupsi ja jetzt auch die andere Hälfte von der Pizza. Grillgemüse darf ich aber dann alleine essen. Das will sie gar nicht erst probieren. Wir sehen uns also wieder, wenn wir die Team Carpi Grillgemüse Pizza probieren. Gönnt euch aber die Rindersalami. Wenn ihr die irgendwo seht, kauft die ruhig mal. Ihr werdet es nicht bereuen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.